zurück in Sanctuary nach unserem zweiten riesengroßen Fight. Und wir gucken, wie es jetzt weitergeht. Angel ist weg. Tot. Jack ist immer noch ein Arschloch. Und zu dem wollen wir jetzt. Nebenbei habe ich eben, glaube ich, einen neuen Skin. Deswegen muss ich mir den gleich mal angucken. Ein Tag in Lynchwood. Und drüben kann man noch was abgeben, sehe ich gerade. Geh mal schnell. Warte beim Abgeben. Dass wir den Heckstaben. Oh. Ich nehme erst noch schnell den zweiten Nebenquest an. Ich hab einen geilen Skin. Guck mal, ich hab einen neuen Skin. Duell. Haha, ich auch. Gucke. Soll, kommt mal, kommt ihr runter. Was ist denn? Wo die zweite. Oder warte, dann geben wir erst. Gebt den Hauptquest ab. Gebt den Hauptquest erst ab. Dann machen wir das danach. Okidoki. Roland, komm mal hier. Das ist alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Blackwing getötet. Aber Lilith will er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Info Stockade. Da musst du hin. Ich habe Arbeit für dich. Die Leute in Sanctuary wissen nicht, dass Roland tot ist. Ohne ihn wären die meisten von ihnen nicht mehr am Leben. Vielleicht solltest du es ihnen sagen. Hey, Slab. Ich will den Sawtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slab. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen. Hisse unsere Slab-Flaggen über ihren Camps in Sawtooth Cauldron, um Mortars Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. Wenn man den Quest schon. Wow. Dass ich Waffen an die Banditen verkaufe. Eins nach dem anderen, bitte, lass sie reden. Aber ohne ihn wäre ich in New Haven draufgegangen. Er war ein guter Mann. Weihnachts durch? Ja. Gut, da mach ich jetzt den nächsten. Roland ist tot? Gott. Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Ich heilte ihn, nachdem er einige von Nine Toes Männern getötet hatte. Er schien nett zu sein. Ruhig. Aber, ach, Mist. Tut mir leid. Das hat er nicht verdient. Das stimmt wohl. Jack hat Roland getötet? Verdammt. Er hat mir mit Mr. Shank geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Mir fehlen die Worte. Verdammt. Sind das etwa Tränen? Weißt du, was an dir super ist? Ja. Du stellst keine Fragen. Genommen. Wenn du mir ein paar Kreaturenkörperteile besorgen könntest, ohne mich zu löchern, wieso? Das Problem ist, du hast den Quest angenommen, während der andere am Reden war. Hm, ich dachte, ich war schneller. Sorry, Mann. Ich hab nichts für dich. Ja, ja, der ist wieder gut gelaunt. Schade. Hannes, dreimal Tadel. Namens Kai Geld gewechselt und ihm den Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden. Hm, finde Kai. Gib mal den nächsten Quest an. So, dann lass uns mal bei dem letzten Ausrufezeichen da unten treffen. Ich glaube, das wird relativ witzig, der Quest. Scooter ist es. Wir haben noch einen hier ins Spiel. Hey, ist nicht Scooter. Viel Geier. Was ist denn da unten? Furby. Ha. 1400 Damage Sniper. Soll woher? Aus dem Automat. Soll wo? Komm her. So, wait. Kannst du da denn mal was Ordentliches rausziehen? Aus dem Spielautomaten oder aus was? Aus dem Spielautomat. Ja, doch, welche Farbe? Grün. Ach so. Na ja, mal gucken. Guck's einfach mal an. Bestimmt schon wieder teurer, die Geschichte. Ja, 900 kostet es jetzt. Soll der überall besser als meins? Guck mal hier gibt es eine kleine Schießerei in der Stadt. Ja, das ist dieser Quest, den ich meine. Hast du die jetzt schon angenommen? Nein. Oh Mann, okay, bei 777 gibt es immer nur Skins. Ja. Warte, ich komme auch. Ich habe einmal noch gedreht. Krieg gar nichts. Gut.
Für 3x7. Der Quest da unten könnte ziemlich interessant werden. Ja, wartet, wartet. Lol. Hopp. Also, ein Bankräuber. Komischer Spacken. Kleines Laserschwert. Was ist denn hier los? Ein Typ mit dem Laserschwert und ein Typ mit dem Säurekatak. Also, das ist eine lange Geschichte. Geh mit ihm ab. Nein, das ist eine kurze Geschichte. Ich schreibe Kurzgeschichten. Es war abgemacht, die Beute durch 4 zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Zuria, guck mal, das ist singed. Und diese Teufel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wisse, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, zuhören jetzt. Die anderen ausgeraubt hat, verpass ihm von mir eine Kugel in den Kopf. Das wäre prima. Ja. Für Lindy. Ihr müsst genau zuhören. Fangen wir mal an. Nehmen wir mal hier den Jim als erstes. Pass auf, nach dem, was wir über das menschliche Bewusstsein wissen, kann ich mir nur einer Tatsache gewiss sein. Ich habe das Geld nicht geklaut. Ich kenne meine eigene Psyche und ich weiß, dass diese Psyche es nicht geklaut hat. Würde ich die Psyche der anderen kennen, könnte ich dir weiterhelfen. Aber leider kann ich nur für mich sprechen. Und das tue ich hiermit und sage, ich habe das Geld nicht geklaut. Okay. Werbst du den nächsten ansprechen? Immer hier den Sinch. Sam lügt wie gedruckt. Was, das so, war's? Sam. Ja, Sam ist der, den wir als nächstes nehmen. Nee. Jetzt nehmen wir Sam. Also unter uns, Händler ist der Dieb. Als wir gebumst haben, meinte er die ganze Zeit, yeah, Baby, ich reiß mir das Geld unter den Nagel. Und ich sagte, das kannst du nicht machen. Und er, doch, Baby, das mache ich. Und ich, das ist Unrecht. Hat mich trotzdem irgendwie angetörnt. Ja. Was ist jetzt passiert? Ist da wieder aufgesprungen und ist verreckt. Aha. Sam hat das Geld geklaut. 100%. Nachdem sie und O'Kentler unseren Coup ordentlich gefeiert hatten, habe ich gesehen, wie sie sich die Beute in die Hose gesteckt hat. Sam? Also sollten wir Sam exekutieren. Oder? Warte mal. Ja, also weiß ich würde auch sagen, es ist Sam. Ja, oder O'Kentler. Wieso den? Wenn draufspringen, macht man 2 Schaden auf den.